So, ich denke, ich will Ihnen noch mal ein schönes Beispiel geben für ein Lernprojekt. Und erstmal gebe ich Ihnen, zeige ich Ihnen mal ein eigenes Lernprojekt von mir und dann zeige ich Ihnen, wie das dann aussehen kann, wenn man sich wirklich gut darum kümmert. Ich habe letztes Jahr, nachdem ich mich mit dem Thema R beschäftigt und da erst eine Statistiksoftware und da ging es dann vor allem darum, wie man das mit LaTeX verknüpft. Das LaTeX ist eine Satzsoftware und dann habe ich einen Blog geschrieben, wo ich dann tatsächlich ein paar Sachen dort dokumentiert habe und das habe ich dann auf Blogger dokumentiert. Ich werde jetzt für das Seminar, ich werde natürlich auch ein eigenes Lernblog jetzt mir diese Woche anlegen und da werde ich genau dieses Lernblog jetzt übernehmen und auf die Uni übertragen und da werde ich dann werde ich mit ihm mitarbeiten und auch mein eigenes Lernblog führen. Bisschen besser oder aktiver hat das mein studentischer Tausendsasser Mark Heckmann gemacht. Der hat auch das Thema R, Statistiksoftware. Are you ready? Der hat das genannt. Das ist in seinem Blog. Und hier müssen wir einen Moment warten. Okay. Also hier, das ist sein Lernblog, wo er immer wieder Themen, die er bearbeitet im Kontext von R, also Probleme dann oder eigene Software-Programmstückchen dort dokumentiert. Und das hier ist ein sehr schöner Beitrag. Da hat er nämlich sich angeschaut, wie kann man eigentlich solche Infomaps benutzen und hat das dokumentiert, wie er das gemacht hat und zeigt dann immer wieder den Code und weist auf bestimmte Blogs hin, die wiederum Teillösungen hatten. Und dann hat er dann hier gezeigt, was für ein Ergebnis das war und wie man es dann verbessern kann. Und dann sieht man den Unterschied dazwischen und so weiter und so fort. Insofern hat er das sehr schön aufgearbeitet. Und hier sehen Sie jetzt, was dann passieren kann. Man kriegt nämlich dann ja, Kommentare dazu und dort wird dann das Dokument ja, diskutiert. Wenn Sie mit diesem Are You Ready Blog suchen, können Sie das alles dann mal im Detail nachvollziehen, wie sich dann hier eine Diskussion ergeben hat. Und da werden dann einfach Hinweise aufgegeben, wie man den Code ändern könnte und verbessern könnte. Ja, und dann zum Schluss sagt dann jemand, wow! Thank you so much for this helpful example. I'm trying to learn how to plot maps in R instead of relying on a GIS, and this is fantastic. Ja, so kann es gehen. Also, tolles Beispiel für einen Lernblock und alle sind eingeladen, sich den mal anzuschauen. Ich werde ihn nochmal verlinken auf Studierende mitmachen jetzt. Und ich hoffe, alle kriegen eine tolle Idee für ein eigenes Lernblock. Und ich wünsche Ihnen damit ganz viel Erfolg. Und ich glaube, es ist eine gute Sache, sich so einen Lernblock anzulegen.